Du bist Erfinder und du möchtest mit deiner Erfindung Millionär werden. Ob das realistisch ist, zeige ich dir in diesem Video. So, du bist ein Erfinder, hast ein Patent angemeldet, wurde vielleicht auch erteilt und jetzt ist die Frage, wie viel Geld kann ich damit verdienen? Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Im Wesentlichen, wenn du kein Produkt verkaufen möchtest, also wenn du nicht Unternehmer werden möchtest, bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als zu versuchen, dass jemand eine Lizenz dir dafür bezahlt. Das heißt also, für dein Patent werden Lizenzgebühren fällig, weil irgendein Dritter diese verkauft. Das ist relativ praktisch. Meistens macht man das an dem Umsatz, den derjenige damit verdient, klar. Da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen, habe ich auch schon mal in einem Video angemerkt. Das verlinke ich hier oben bei dem Info und da kann man das mal nachschauen. Aber hier gilt auch Gleiches. Du darfst nicht vergessen, du hast Kosten für dein Patent. Du musst also vielleicht noch in andere Länder gehen. Du musst den Patentanwalt, die Patentanwältin bezahlen, die Ämter. Also du hast auch Kostenblöcke und auf der anderen Seite kommt gegebenenfalls Geld rein. Das hängt natürlich hier auch wieder vom Umsatz ab. Also man kriegt meist prozentual vom Umsatz, nehmen wir mal 2,5%. Das heißt also, wenn derjenige 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr damit macht, dann würdest du Lizenzgebühren in Höhe von 250.000 Euro bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich denke mal, da muss eine alte Frau lang für stricken, wie man so schön sagt. Aber das ist natürlich auch sehr selten, dass quasi Patent, Produkt, ja, und Umsatz genau in so einer Korrelation stehen. Aber es kann funktionieren. Es ist aber ein sehr schwerer Weg, tatsächlich einen Lizenznehmer zu finden. Ich kann da auch keinen Königsweg finden. Also am besten, ihr kennt irgendjemand oder ihr sprecht einfach das Unternehmen an und dann handelt das aus. Ganz wichtig, wenn es zum Lizenzvertrag kommen sollte, dann holt euch auf jeden Fall einen Profi dazu. Dann klappt es auch. So, ich hoffe, das war interessant für euch. Bis zum nächsten Mal. Hier findet ihr Videos, die euch interessieren. Hier findet ihr Videos zum Thema und hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.